Ja, hallo Leute, willkommen zum Spiel Lab Crisis. Ja, eine sehr, sehr einfache Platin. Müssen wir Level 5 erreichen. Mehr ist da nichts. Dauer der Platin ist hier 5 Minuten. Ist gerade im Angebot für 1, nee, 2,50 beziehungsweise 1,24, wenn der PS Plus hat. So, dann starten wir mal. Was wir machen müssen, ist hier einfach gehen, den Professor da nehmen. Gibt eine Trophäe. Dann natürlich Level verlassen. Nächstes Level. Hier kriegen wir schon, wenn wir zwei gerettet haben, wir schon Trophäe für Professor 2 gerettet. Dann für Professor 3. Und natürlich für Professor 4. So sehen die Trophäen dann aus. Dann Level beenden. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen was machen. Und zwar hier eine Keykarte einsammeln. Gibt es eine Trophäe. Dann hier aufmachen, den Professor retten. Dann hier durch. Und fertig. Nächstes Level. So, hier das gleiche Spielchen. Dann müssen wir jetzt erstmal die gelbe Karte holen, eine Trophäe, den Professor da holen. Dann haben wir die gelbe Karte, dann gehen wir hier und holen uns die blaue Karte. Gibt auch eine Trophäe. Holen uns hier nochmal den und ja, uns den anderen da. Damit haben wir das Level auch geschafft. So, und jetzt fehlt nur noch, dass wir insgesamt 5 Professoren retten. Hier rein. Da. Professor 5 gerettet. Müsste jetzt, glaube ich, Platin geben. Noch nicht? Oh ne, fehlt noch was. Ah doch. Doch, nicht 5, sondern wir müssen hier nochmal 6 retten. Da müssen wir den 7. retten. Gibt eine Trophäe. Ich dachte 5, aber nein, nein. 7 und 8. Das müsste jetzt die Platin auslösen. Ah doch. Crisis Lab erwendet mit alle Trophies. Ja. Ziemlich easy, ne? Könnt natürlich nach der Platin weiterspielen. Ich meine, da ist noch viel, viel geboten. Ja, geht. Für den Preis geht es eigentlich voll klar. Ich meine, man hätte vielleicht für den Trophäen noch ein bisschen was erweitern können. Ich meine, hier sind noch sehr, sehr viele Level und die sehen jetzt auch noch nicht so schwer aus. Also, ja, ansonsten sage ich mal, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.